Hier ist Lisa. Lisa ist 28. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Lisa. Bist du mittendrin in einem Doppelleben? Ja, ich bin genau in einem Doppelleben. Erzähl mal. Ja, also es ist im Prinzip so, ich habe seit 6 Jahren eine Affäre mit meinem Chef auf der Arbeit und ich bin seit 4 Jahren verheiratet. Ach du lieber Gott. Ja, das ist... Also der Chef weiß natürlich von deinem Ehemann. Der weiß von meinem Ehemann. Der Ehemann weiß natürlich nicht, dass du mit deinem Chef was hast. Genau, so ist es, ja. Und die ganze Firma weiß natürlich auch nicht, dass du mit dem Chef was hast. Nein. Nein. Ist der Chef auch verheiratet? Ja. 3 Kinder. Ach, das ist einfach, ich weiß auch nicht, es ist einfach damals dazu gekommen eigentlich, weil, also es war im Prinzip so, ich bin auf der Arbeit einfach gemobbt worden. Das war nichts anderes. Ich bin Bankerin und es war im Prinzip so, ich habe auf der Arbeit, ich wurde einfach nicht wahrgenommen, ich wurde nicht ernst genommen auf der Arbeit. Das war einfach für mich der absolute Albtraum. Mein Chef war so jemand, das kommt aus Südbayern, der ist komplett so, dass er keine Frauen akzeptiert. Und Lisa, kleine Bitte, könntest du den Ton von deinem Fernseher abstellen oder vom Radio? Den Ton, Moment mal eben, ich stelle den Ton ab. Sorry. Mhm. Okay. Mhm. Es war im Prinzip so, dass ich einfach... Also du warst gerade dabei zu sagen, der kommt aus Bayern und der akzeptiert keine Frauen? Nein, er hat mich als Frau nicht akzeptiert in der Bank. Ich habe alles gegeben und er hat mich einfach nicht wahrgenommen. Der hat Sprüche zu mir abgelassen, ich gehöre vor den Herd und ich soll doch gefälligst zu Hause bleiben oder ich soll eine Sekretärinarbeit machen. Ich konnte mich so viel anstrengen, wie ich wollte im Prinzip und wurde einfach nie wahrgenommen, ja. Also jeder in der Filiale wurde gefeiert, wenn er irgendwie gute Zahlen geschrieben hat. Bei mir war es halt genau das Gegenteil. Wenn ich gute Zahlen geschrieben habe, Entschuldigung, ich bin kurz vorm Heulen, war das einfach nur so, ja, das hieß dann irgendwie, ja, die Filiale ist gut gelaufen, aber es wurde nie irgendwie mein Ton über mich verloren. Also ich wurde immer irgendwie niedrig gehalten. So. Dann kam es irgendwann dazu, dass wir so eine Weihnachtsfeier hatten und alle haben getrunken. Und dann hat er mir einen Arsch gekrapscht und dann habe ich, also Entschuldigung für das Wort, ich wollte ihm eigentlich nur sagen, dass ich ihn hasse und dass er mich mal am Arsch lecken kann. Ich war echt davor, kurz davor zu kündigen. Mhm. Also ich meine, ich war 24, war nur ein junges Mädel und hatte, und ich war erfolgreich eigentlich. Das war das Schlimme an der ganzen Geschichte. Und ich hatte dich angebaggert auf der Weihnachtsfeier. Ja. Der Chef, der dich vorher immer niedergemacht hat. Ich weiß auch nicht. Ich fand das in dem Moment, ich kann dir nicht erklären, warum. Ich fand es einfach irgendwie sexy. Ja. Ich fand das total, mich hat das angemacht, dass ich so unterdrückt wurde, total, ja. Also. Und ab dieser Weihnachtsfeier habt ihr ein Verhältnis miteinander? Ja, es war im Prinzip so, die ganze Weihnachtsfeier hat sich hinterher aufgelöst, alle Kollegen sind nach Hause gegangen und ich war dann nur noch mit ihm und ja, dann ist es im Prinzip dazu gekommen, dass wir noch was zusammen in einer Bar getrunken haben und dann sind wir auf einem Hotelzimmer gelandet und da hatten wir ziemlich harten Sex und Sex war wirklich gut und ich war aber zu dem Zeitpunkt schon mit meinem Freund zusammen, mit dem ich jetzt verheiratet bin. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich darauf komme, aber ich weiß halt, dass es falsch ist. Jetzt sag mir mal bitte nochmal von den Zahlen. Diese Affäre mit dem Chef läuft seit 6 Jahren. Ja. Und du bist seit 4 Jahren verheiratet. Ja. So hast du es gerade gesagt. Okay. Genau. Mit meinem Freund bin ich zusammen, seitdem ich 21 bin. Okay. Ist diese Affäre mit dem Chef, wie beschreib mir mal diese Affäre? Was macht die aus heute noch für dich? Ist das eine Liebesbeziehung? Nein, ich liebe diesen Mann nicht. Hast du ihn je geliebt? Nein. Warum bist du dann mit ihm zusammengekommen? Ich weiß nicht, ob das einfach dieses sexuelle Verlangen, ehrlich gesagt, ist. Oder war es vielleicht einfach die... Es war, glaube ich, in der Situation damals auf der einen Seite... Also es gab das war so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite war da diese... Seitdem ist das Mobbing ja vorbei. Ja. Und ja, was heißt das? Seitdem ist das Mobbing vorbei. Also ich fühle mich jetzt nicht wesentlich anerkannter dadurch in meinem Job, weil ich habe schon versucht, dagegen anzukämpfen. Ich wollte eine andere Filiale wechseln. Aber wie benimmt er sich denn dir gegenüber während der Arbeit jetzt? So wie früher.
Ach so, das heißt, er blufft dich immer noch an und macht dich runter? Okay, das vielleicht nicht mehr. Er macht mich jetzt nicht mehr wirklich runter, aber er beachtet mich auch nicht. Also es ist halt dieses... Er sagt mir halt nicht, also es ist jetzt immer noch nicht so, dass wenn ich irgendwie tolle Zahlen schreibe, ja, dass wenn ich erfolgreich bin, dass er mir dann sagt, ja, sie sind super im Job oder so, sondern das ist halt immer noch nach wie vor so, ja, wir haben gute Zahlen gebracht. Ja. So. Wie oft triffst du dich mit ihm privat? 3 bis 4 Mal die Woche noch. Also was heißt privat? Es ist immer so, es ist immer während der Arbeitszeit. Also nicht während der Arbeitszeit, sondern eher so in dem Rahmen, dass ich es meinem Mann noch so verkaufen kann, als wäre es Arbeit. Wenn ihr euch dann, wo trefft ihr euch denn privat überhaupt? In seiner Wohnung. Er wohnt nicht unweit von der Filiale entfernt. Und also man muss dazu sagen, seine Familie lebt nicht hier in Köln. Achso, ich verstehe. Ja. Und es geht dann immer, wenn ihr dann zusammen in seine Wohnung fahrt, es geht immer um Sex. Ja. Ist das ein sehr obsessiver Sex, den ihr miteinander habt? Ja. Ist es eine Art SM-Sex? Ja. Bist du die Devote? Nein. Schlägst du ihn? Manchmal, also es ist immer unterschiedlich. Also du bist in der Sexualität, bist du die Chefin? Ja. Das erklärt ja auch viel, so wenn man jetzt mal ein bisschen psychologisch guckt. Das heißt, in dem Moment kannst du bestimmen und kannst vielleicht all den ganzen Frust rauslassen, den du während der Arbeitszeit runterschluckst. Ja, und das Problem ist einfach, auf der einen Seite, ich möchte es so gerne beenden, aber auf der anderen Seite, es macht mir so viel Freude, diesen Mann zu erniedrigen, ja. Also manchmal schlage ich den richtig mit meinen High Heels oder ich kette den irgendwo an und dann fühle ich mich endlich mal befreit. Also das ist für mich halt einfach... Kann man nachvollziehen. Es ist vor allem anderer Sex als mit meinem Mann. Also mit meinem Mann, das ist alles sehr harmlos. Oder was heißt harmlos? Normal, normaler... Schöner Sex, normal, ja. Ja. Was macht denn dein Gewissen gegenüber deinem Mann? Also... Ich mache das schon seit 4 Jahren. Das heißt, es ist halt so, ich weiß, dass es einfach unglaublich scheiße ihm gegenüber ist. Anders kann man das nicht bezeichnen. Ja, du machst es noch länger als 4 Jahre. Du kennst ihn ja schon länger, als dass ihr verheiratet seid. Ja, ich zähle schon geistig nur noch die Hochzeit. Also es ist einfach... Hast du ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber? Ja. Wie fühlst du dich, wenn du nach so einer... Kinder haben und ehrlich gesagt will ich das auch. Ihr wollt Kinder haben. Ja. Wenn du nach so einer heftigen Session mit deinem Chef dann nach Hause kommst, wie empfindest du dich gegenüber deinem Mann? Wie empfindest du das? Also ich fühle mich im ersten Moment sehr dreckig. Also es ist so, ich muss erstmal mal duschen. Das kennt er auch von mir. Ich habe einen Hygienewimmel auch noch zu Hause, also... Das ist auch total krank. Ich komme nach Hause, ich muss duschen, ich muss die ganze Wohnung erstmal putzen und erst dann bin ich für ihn greifbar. Er kennt das so. Aber ich glaube mittlerweile wirklich, dass das an dieser Affäre liegt. Weil glaubst du eigentlich, dass der Chef, bist du für den auch nur eine Sexaffäre? Ich denke schon, ja. Ich glaube nicht, dass ich eben irgendwas bedeute. Und ich sage ganz ehrlich, mir wäre es auch egal. Redet ihr auch mal so privat miteinander? Nein, also über Smalltalk hinaus, wie geht's dir? Und also es läuft im Prinzip so ab, sobald wir das Büro verlassen, gehen wir in seine Wohnung, gehen maximal was trinken und reden kurz über die Arbeit, also so super zahlenorientiert, ohne irgendwelche persönlichen Dinge. Und dann gehen wir in seine Wohnung und dann läuft es meistens so ab, dass ich mich schnell umziehe in das Latex-Outfit und dann mache ich den Mann einfach fertig. Mhm. Und dann fühle ich mich aber auch so, als wäre meine Arbeit beendet in dem Moment. Also wenn das vorbei ist, wenn ich merke, dass der einfach nicht mehr kann, ja, dass der so richtig fertig mit allem ist, dass ich den einfach durchgeprügelt habe, dann fühle ich mich erst wieder, dann fühle ich mich, als wäre meine Arbeit beendet. Hast du diese Ader, diese dominante SM-Ader vorher auch schon gehabt, bevor du mit ihm Sex hattest? Nein, noch nie. Würdest du sagen, das bezieht sich ausschließlich auf ihn oder hast du generell sowas in dir? Ich weiß es nicht. Also eigentlich, also bei meinem Mann habe ich es nicht. Ich habe es nur bei ihm.
Also ich weiß auch nicht, ich fühle mich richtig krank. Ich fühle mich wirklich krank, weil mir gefällt es einfach, ihm was in den Popo zu stecken, ja, ihn richtig zur Weißglut zu bringen. Das gefällt mir einfach. Mhm. Aber bei meinem Mann ist das nicht so. Also der Sex mit meinem Mann ist ganz anders. Du bist in einer kompletten Falle, Lebensfalle, habe ich den Eindruck. Ja, ich auch. Ich will auch da raus. Also ist nicht so, als und ich glaub, das ist das Problem. Bei mir ist es echt zweischneidig. Ich will auf der einen Seite super, ich will da einfach raus. Ich will wieder, oder ich will einfach ein normales Leben führen, wie alle anderen Menschen auch. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich aber nicht aufhören, ja. Ich möchte diesem Mann einfach nur wehtun. Mhm. Aber Lisa, ich finde, dass du diese Spirale durchbrechen musst. Wenn du jetzt alleinstehend wärst, würde ich es auch ganz locker genauso zu dir sagen, weil ich glauben würde, es ist für dich besser. Aber da kommt ja noch eine dicke Komponente hinzu. Du hast einen Mann, den du liebst und der dir offensichtlich sehr viel wert ist und ihr wollt zusammen Kinder haben. Das heißt, du tust deinem Mann in dem, was du da tust, unglaublich etwas an. Wenn dir das erfahren würde, wäre wahrscheinlich eure Beziehung sofort zerstört. Das heißt, ich appelliere an dich, dass du alles unternimmst aus diesem... Lässt du den Ton aus, ne? Ja, ich wollte gerade ins Wohnzimmer, ich habe das Radio da, Entschuldigung. Ja. Dass du alles daran setzt, da rauszukommen. Und der erste logische Schritt wäre doch, dass du diese Stellung kündigst und dir bei einer anderen Bank oder Sparkasse oder wo immer du arbeitest, dir etwas suchst, dass du erstmal auf räumliche Distanz zu diesem Mann kommst. Mhm. Ich glaube aber, dass das Ganze schon so pathologisch ist, also so krankhaft eingespielt, dass ich dir zusätzlich auch noch dringend empfehlen würde, dir auch noch ein bisschen professionellen Beistand zu holen. Ja. Sollen wir dich da mal etwas beraten, was du da machen könntest? Dann wird dich mein Psychologe noch mal anrufen. Nee. Nee, das nicht. Nein, aber ich... Aber du musst was tun. Ich möchte darüber nachdenken. Ja, du musst etwas tun. Du musst etwas tun. Ja. Du versaust dein Leben, du versaust das Leben, du begehst eine Ungeheuerlichkeit deinem Freund gegenüber. Und du schadest dir persönlich so sehr damit. Das ist das Allerschlimmste. Du bist durch diese komische Beziehung in diese Welt hineingekommen und jetzt kommst du nicht mehr raus. Das stimmt. Und du wirkst, so wie du das erzählst, wirkst du für mich sehr bedrückt und unglücklich. Ich bin auch unglücklich, da haben wir recht, ja. Lisa, du willst nicht mehr mit dem Psychologen sprechen, das akzeptiere ich voll und ganz. Ich sag's dir nur hier noch so, du bist eine clevere Frau, du kannst es selbst recherchieren, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Es gibt überall in den großen Städten Sexualberatungsstellen, wo du dich auch hinwenden könntest, wenn du allein nicht mehr weiterkommst. Nur, ich sag's nur so. Ja, danke schön. So, ich hoffe, dass du handelst und ich hoffe, dass du da rauskommst aus diesem Ding, in dem du da steckst. Alles Gute von Herzen, Lisa. Dankeschön. Tschüss.